Kolleginnen und Kollegen, die Mittagspause ist beendet. Wir setzen die unterbrochene Sitzung fort. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt wurde ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schutz für Frauen und Kinder aus dem Nordirak und Syrien, die Opfer geschlechtsspezifischer und/oder sexueller Gewalt geworden sind. Drucksache 19/2282. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 86 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 65, 56 und 79 aufgerufen werden. Und damit steigen wir wieder in die Tagesordnung ein. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 65, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend menschenwürdige Verhältnisse in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und ihren Außenstellen, Drucksache 19/2213. Diese wird zusammen diskutiert mit Tagesordnungspunkt 56. Antrag der Abg. Merz, Gnadl und so weiter und Fraktionen betreffend Sonderkontingent zur Aufnahme von Frauen und Kindern aus dem Nordirak und Syrien, die Opfer geschlechtsspezifischer und/oder sexueller Gewalt geworden sind, Drucksache 19/2285. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 79, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen, weitere Erstaufnahmeeinrichtungen für Menschen, die bei uns Schutz suchen, Drucksache 19/2268, sowie Tagesordnungspunkt 86, den wir eben aufgenommen haben, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schutz für Frauen und Kinder aus dem Nordirak und Syrien, Drucksache 19/2282. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollegin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, zu dieser Debatte auch den Ministerpräsidenten hier begrüßen zu können. Ich sehe das als eine Anerkennung der Bedeutung dieser Debatte. Wir wissen alle, nach einem Wochenende, an dem es wieder zahlreiche Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in ganz Deutschland gab, erreichte uns Anfang dieser Woche die Nachricht aus Bayern, wie sich Horst Seehofer und seine CSU ihre Flüchtlingspolitik künftig vorstellen. Es soll grenznahe Abschiebelager für Menschen aus dem Balkan geben und nur noch minimale Leistungen. Deutschland soll so unattraktiv wie möglich für Flüchtlinge sein, meine Damen und Herren. Der rechtspopulistische Vorstoß der CSU offenbart, dass wir gerade eine Renaissance einer vom Gedanken der Abschreckung geleiteten Flüchtlingspolitik erleben, wie wir sie aus den dunklen 1990er Jahren kennen. Ähnlich wie Seehofer ist auch die Hessische Landesregierung längst dazu übergegangen, regelmäßig zwischen guten und schlechten Asylsuchenden zu unterscheiden. Die Schlechten, das ist für Schwarz-Grün klar, das sind die Menschen aus dem Balkan. Jetzt ist er wieder weg. Flüchtlinge, ach, da ist er. Flüchtlinge aus dem Kosovo und aus Albanien, das hat uns Staatsminister Grüttner in seiner jüngsten Regierungserklärung ja erläutert, sollen direkt aus der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen heraus abgeschoben werden. Und tatsächlich gehören Abschiebeaktionen, die gern nachts unter martialischem Polizeieinsatz und in Begleitung von bellenden Hunden durchgeführt werden, zu der verstörenden Wirklichkeit in den Flüchtlingslagern von Gießen. Bei der Qualität der Unterkünfte und der Versorgung in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung Gießen und ihren Außenstellen kommen genau jene unattraktiven Minimalstandards bereits zum Zuge, die auch Herr
die auch Horst Seehofer wahrscheinlich vorschweben dürften. Doch was die entwürdigende Unterbringungspraxis in Hessen von der entwürdigenden Unterbringungspraxis in Bayern unterscheidet, und da können sich die Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegenseitig auf die Schultern klopfen, ist der Gestus der großen Menschlichkeit, mit der die hessische Politik daherkommt. Immer wieder bemüht Schwarz-Grün das ewige Mantra von einer Flüchtlingspolitik, die angeblich den Menschenrechten und der Humanität verpflichtet ist. Wenn wieder wie selbstverständlich Zelte für Asylsuchende aufgestellt werden, wie derzeit in Marburg, dann spricht die Landesregierung von Puffern, von Notlösungen und von Provisorien. Tatsache aber ist, meine Damen und Herren, dass die Unterbringung in Zelten der neue Standard ist im System der hessischen Erstaufnahme. Ein Stockbett reiht sich an das andere in diesen Großzelten, in denen jeweils bis zu 150 Menschen leben müssen. Es gibt keine Privatsphäre in den Zelten. Es ist nicht so, dass die Privatsphäre nur eingeschränkt wäre. Es gibt sie überhaupt nicht. Es gibt auch sonst keine Rückzugsmöglichkeiten. Es gibt noch nicht einmal Spinde für private Sachen in diesen Zelten. Auch Kinder müssen in solchen Zelten leben. Auch Frauen, die in gemischtgeschlechtlichen Großzelten manchmal nicht wissen, wo sie sich umziehen sollen und sich daher genötigt fühlen, mit einer Straßenkleidung zu schlafen, mit ihrer Straßenkleidung zu schlafen. Meine Damen und Herren, dieser Zustand ist nicht mehr hinnehmbar. Die Unterbringung von Asylsuchenden in Zelten muss aufhören. Meine Damen und Herren, ich war mit meiner Fraktion vor 2 Wochen vor Ort in Gießen. Wir haben dort Menschen gesprochen, die professionell im Bereich der Flüchtlingsbetreuung tätig sind, die Flüchtlinge beraten und medizinisch versorgen. Und wir haben uns mit Vertreterinnen und Vertretern des Kreisausländerbeirats ausgetauscht. Alle haben sie uns die dramatische Enge und die fehlende Privatsphäre in den Unterkünften geschildert, die zwangsläufig Konflikte hervorrufen. Sie haben uns von den unzureichenden und teils nicht verschließbaren sanitären Anlagen berichtet, von der medizinischen und therapeutischen Unterversorgung. Sie haben uns erzählt, wie sich diese Situation insbesondere für Frauen und für Kinder darstellt, die besonders unter diesen Umständen leiden. Was sich derzeit in Gießen und in Außenlagern abspielt, meine Damen und Herren, hat weder etwas mit menschenwürdiger Unterbringung, geschweige denn mit der sogenannten Willkommenskultur, irgendetwas zu tun. So sollte man in Hessen, so sollte man mitten in Europa nicht mit Menschen umgehen. Menschen, die nicht unbedingt einen Campingurlaub beabsichtigen, müssen in Gebäuden untergebracht werden, die zur dauerhaften Nutzung als Wohnraum bestimmt und geeignet sind. Dafür ist zwingend feste Bauweise erforderlich. Es ist mir schon unangenehm, dass es in Hessen inzwischen erforderlich ist, auf solche simplen Tatsachen hinzuweisen. Und, meine Damen und Herren, menschenwürdige Unterbringung setzt nach unserem Verständnis auch voraus, dass man auf Massenunterbringung, auf Lager und auf Kasernierung, wie sie jetzt auch wieder in Hanau geplant ist, verzichtet. Das macht die Menschen krank, es schürt Konflikte und behindert die gesellschaftliche Integration. Meine Damen und Herren, Ministerpräsident Volker Bouffier hatte vergangenes Jahr die Idee, Flüchtlinge in Büroräumen unterzubringen. Ich finde diesen Vorschlag inzwischen gar nicht mal so schlecht. Volker Bouffier ging davon aus, man müsse die Bauordnung ändern, um auf die Büroräume in Industriegebieten zurückgreifen zu können. Das ist aber gar nicht notwendig. Es gibt genug leerstehenden Büroraum in den Innenstädten. Warum werden diese nicht für Asylsuchende genutzt und hergerichtet? Wir würden eine solche Initiative kurzfristig unterstützen. Meine Damen und Herren, bis Montag dieser Woche hätte die EU-Aufnahmerichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Bei dieser Richtlinie geht es unter anderem darum, bei der Erstaufnahme schutzwürdige Personengruppen, also etwa Schwangere oder schwer traumatisierte Menschen, zu identifizieren und angemessen zu versorgen.
Es gibt Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, die längst damit begonnen haben, ein medizinisches Screening-Verfahren zu etablieren, das helfen soll, eine solche Schutzbedürftigkeit zu erkennen und zu dokumentieren. Und auch Hessen muss endlich handeln. Wir fordern die Landesregierung auf, zeigen Sie sich endlich verantwortlich für schutzbedürftige Asylsuchende. Meine Damen und Herren, wir brauchen besondere Vorkehrungen, um die besondere Situation von Frauen zu berücksichtigen. Neben Kindern sind es insbesondere alleinreisende Frauen in den großen Gemeinschaftsunterkünften, die unter der Art von Unterbringung leiden. Mit Forderungen für eine angemessenere Versorgung von weiblichen Flüchtlingen hat sich jetzt auch die Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauenbüros an die Öffentlichkeit gewandt. Dringend ist die Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für Frauen. Frauen müssen unter Frauen sein können. Die Unterbringung von Frauen gegen ihren Willen in gemischtgeschlechtlichen Zelten muss aufhören. Dies war auch schon einmal anders in der hessischen Aufnahmeeinrichtung, das wissen wir. Und zur getrenntgeschlechtlichen Unterbringung müssen wir auch wir unbedingt zurückkehren. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an die beiden Verfahrensberaterinnen des evangelischen Dekanats in der Erstaufnahme in Gießen richten. Ich denke, sie leisten dort unter sehr schwierigen Bedingungen eine extrem wichtige Arbeit. Für viele Betroffene ist ihre Asylverfahrensberatung von existenzieller Bedeutung. Es ist klar, dass diese beiden Beraterinnen angesichts der Zuströme, die wir dort immer zu verkraften haben, längst an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Das Land sollte sich endlich an den Kosten für eine unabhängige Verfahrensberatung beteiligen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, zur Diskussion steht auch ein Antrag der SPD-Fraktion, bei dem es um die Evakuierung von schutzbedürftigen Frauen und Kindern aus dem Nordirak und Syrien geht. Wir unterstützen diesen Antrag. Dies wäre ein erster Ansatz, Bürgerkriegsflüchtlingen die lebensgefährliche Route über die Ägäis oder das Mittelmeer zu ersparen. Wir freuen uns, dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel offensichtlich auch für ein grundlegendes Umdenken in der Flüchtlingspolitik eintritt und Fähren für syrische Flüchtlingsfamilien fordert, damit diese sicher nach Europa kommen können. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, neben Seenotrettungskreuzern August Bebel und Otto Schily auch ein nach Sigmar Gabriel benanntes Luftkissen-Rettungsboot in Dienst zu stellen. Auch eine solche Initiative würden wir selbstverständlich unterstützen, liebe SPD. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Bocklet, Bündnis 90 Die Grünen. Dauert ein bisschen, bis es oben ist. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen ist in der Tat tragisch und dramatisch. Die Flüchtlingszahlen haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die Landesregierung hat sich in den letzten Monaten unglaublich engagiert, und Sie wissen das auch alle, auch Sie, Frau Cárdenas. Als wir anfingen hier zu Beginn dieser Legislaturperiode, hatten wir im Etat 120 Millionen € stehen. Dieses Mal ist prognostiziert, werden wir 600 Millionen € ausgeben. Daran können Sie erkennen an diesen Zahlen, dass es einen unglaublichen Anstieg an Flüchtlingszahlen gab einerseits und andererseits die Landesregierung auch in keiner Sekunde daran gezögert hat, genau dieses Problem ins Visier zu nehmen. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Ich habe im letzten SIA haben wir darüber geredet, was ist menschenunwürdig und was ist nicht menschenunwürdig. Und auf meine Frage, wer im Saal der Meinung ist, dass dies menschenunwürdig sei,
noch bevor die Zelte in diesem Maße aufgestellt wurden, da gab es keine negative Antwort auf die Frage, ob das momentan menschenunwürdig war. Also insofern kann man davon ausgehen, dass alle Fraktionen der Meinung waren, dass die Erstaufnahmeeinrichtung sicherlich kein Paradies ist, dass es sicherlich wünschenswert wäre, dass wir größeren Komfort hatten. Herr Kollege Willi van Ooyen, eine kleine Sekunde, ich komme gleich auf den Punkt. Dass die Situation tatsächlich beengt ist, dass sie Konflikte führt, dass sie die Bearbeiter dort in den Einrichtungen extremes Maß an Stress ausgesetzt sind und die Flüchtlinge selbstverständlich auch. Und jetzt haben die Flüchtlingszahlen um ein weiteres Mal zugenommen. Und die Landesregierung und die ausführenden Behörden und Organisationen, Institutionen, die in diesem Bereich arbeiten, da gibt es fast so ein populäres Wort, aber die tun sehr viel, damit diese Situation sich verbessert. Und die Erstaufnahmeeinrichtung hat auch sehr viel damit zu tun, wie schnell weiter an die Kommunen weitervermittelt werden kann. Nur, wenn diese Situation sich so zuspitzt, Herr Kollege van Ooyen und auch liebe Frau Kollegin Cárdenas, stehen Sie auch vor der Frage, was tun wir mit diesen Menschen, wenn wir keine Gebäude zur Verfügung haben? Das ist eine ganz einfache Frage. Und wenn Sie keine Gebäude zur Verfügung haben, dann ist die Menschen würdigste Form, dass man ihnen ein Dach über dem Kopf bietet. Und wenn das vorläufig in einem Zelt ist, was sich die wenigsten hier gewünscht haben, noch vor 3 Jahren, dann muss es erst einmal so sein, damit die Menschen überhaupt ein Dach über den Kopf haben. Und ich finde es auch angesichts der Initiativen, und glauben Sie mir, wenn wir gemeinsam in den Koalitionsrunden sitzen, Herr Minister Grüttner, Herr Staatsminister Dippel, Kollege Bartelt und auch viele Grüne, aber auch die Sozialdemokraten, die Regierungspräsidien, die Wohlfahrtsverbände. Ich kann nicht erkennen, Frau Cárdenas, ernsthaft, ich kann nicht erkennen, dass irgendein Beteiligter, irgendein Teilnehmer in politischer oder sozialer Verantwortung etwas fahrlässig unterlässt oder Zeit verstreichen lässt. Ich erkenne ein Übermaß an politischem und finanziellem Engagement, und ich finde, das muss man in dieser Stunde erst einmal würdigen. Und wenn man auf dieser Basis argumentiert, dann können wir gern einen Schritt darüber weiterreden und sagen, mein Gott, wie geht es diesen Menschen, diesen Zelten? Da geht es aus unserer Sicht eine große Anteilnahme an diesen Personenkreis. Es ist wirklich nicht schön, und keiner wird das schönreden. Aber die Alternative wäre was denn? Was wäre denn aktuell die Alternative, wenn die Busse morgens ankommen? Und es stehen plötzlich 50 Leute, 150 Leute vor den Türen. Wenn ich mir die Berichte der Landesregierung anhöre, die stehen plötzlich da. Was machen Sie denn mit diesen Menschen? Da kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, wir diskutieren jetzt mal einen schöneren Standard. Wir müssen diesen Menschen noch in dieser Nacht ein Dach über den Kopf verschaffen. Und dann ist das kein besonders standardisiertes Ziel. Es ist einfach eine menschliche Geste zu sagen, ja, wir heißen Sie willkommen, und momentan geht es nur mit Zelten. Und genau das ist, was CDU und Grüne sagen. Es geht momentan nicht anders. Aber das als menschenunwürdig zu bezeichnen und womöglich politische Absicht dahinter zu unterstellen, das ist perfide. Wenn Sie sehen, wie die Aufnahmeeinrichtungen erweitert worden sind, Frau Cárdenas, Sie setzen sich doch sicherlich damit auseinander. Da kann doch kein Mensch davon ausgehen, dass diese Aussage stützen, dass das eine politische gewollte Tendenz ist. Der Minister hat mit der Erstaufnahme Gießen, dann die 2 Außenstellen Kirchheim, Bad Arolsen, Büdingen, Neustadt, es ist in die Planung Kassel-Niederzweren, Rothenburg, Alheimer Kaserne. All das sind doch Initiativen, damit Zelte nicht Dauereinrichtungen werden. Sie verschließen die Augen davor, drehen es herum und sagen, diese Landesregierung will nichts dafür tun. Umgekehrt, die sind jeden Tag unterwegs im Land, um neue Standards und neue Sicherung für diese Flüchtlinge zu finden. Sie wollen diesen Menschen helfen. Und jetzt wende ich mich noch in diesen 4 Minuten auf diesen Antrag der SPD zur Frage Schutz für Menschen aus dem Nordirak, die Opfer geschlechtsspezifischer oder sexueller Gewalt geworden sind. Auch hier ist eine Zielgruppe, die die Sozialdemokraten richtig beschrieben haben. Es gibt, lassen Sie mich das als Vorbemerkung dennoch sagen, es gibt weitere Zielgruppen, auch aus anderen Ländern, die genau dieses Problem haben. Aber dennoch, wir werden uns um dieses Problem kümmern. Und ich freue mich auch, dass die Landesregierung signalisiert hat, dass sie über das Aufnahmeprogramm gerade für syrische Flüchtlinge, dass das fortgesetzt wird.
und dass auch darüber hinaus geprüft wird, wie mit einem Sonderkontingent Menschen, die Opfer geschlechtsspezifischer oder sexueller Gewalt geworden sind und aus dem Nordirak oder Syrien stammen, ebenfalls eine Aufnahme ermöglicht werden soll. Ich glaube, da sind wir inhaltlich nicht weit auseinander, aber es gibt eine Fülle von Hürden zu überwinden. Die Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg haben einen ersten Schritt in diese Richtung getan. Die arbeiten über Monate an diesem politischen Ziel, dieser Zielgruppe zu helfen. Das macht man nicht noch einmal so eben aus der Lameng. Ich würde mir wünschen, wir können das fachlich in dem zuständigen Ausschuss noch einmal diskutieren. Aber heute können wir von diesem Pult aus sagen, wir prüfen dies wohlwollend. Wir wollen dieser Zielgruppe von Menschen geschlechtsspezifischer oder sexueller Gewalt wollen wir helfen. Und das, glaube ich, ist ein gutes Signal in dieser Stunde. Ich kann zu meinem Zwischenfazit nur sagen, ich bin darüber ernsthaft erzürnt, dass man dieses Thema sachlich, fachlich in den Ausschüssen kann man das diskutieren, Frau Cárdenas, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN. Wir können darüber diskutieren, wie wir noch bessere Situationen schaffen, wie wir noch kreativer, noch engagierter diesen Flüchtlingen helfen, wie wir sie aufnehmen, wie wir sie in die Kommunen verteilen, wie wir ihnen Sprachkurse zukommen lassen, wie wir sie Traumatisierungsberatung geben können, wie wir sie zum Schluss in den Beruf integrieren können. Sie werden uns immer an Ihrer Seite finden, wenn es darum geht, die Situation von Flüchtlingen zu verbessern. Aber Sie werden uns nicht an Ihrer Seite finden, wenn es darum geht, dieses Engagement, dieses hohe finanzielle und soziale Engagement dieser Landesregierung zu diskreditieren, nur weil für einige Wochen oder Monate Zelte aufgestellt wurden, um diesen Menschen überhaupt zu helfen. Das werden Sie mit uns nicht machen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal sagen, diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen zeigen ein hohes Maß an Engagement. Ich bin stolz darauf. Ich bedanke mich bei der Landesregierung. Ich bedanke mich auch bei dem Finanzminister. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich bedanke mich bei den Wohlfahrtsverbänden, an den ehrenamtlich Engagierten. Alle arbeiten daran, dass die Situation besser wird. Was wir nicht gebrauchen können, ist so eine unterirdische Vorwurfsdiskussion, wie Sie sie vom Zaun brechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort dem Abgeordneten Wilken, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Bocklet, Sie können doch hier nicht ernsthaft behaupten, dass Sie die Landesregierung oder die Landesregierung tragenden Fraktionen davon überrascht sind, dass wir sehr viele Flüchtlinge haben, die auch nach Hessen kommen. Sie können doch nicht so tun, als müssten Sie über Nacht Unterkünfte schaffen. Lesen Sie keine Zeitung? Bekommen Sie nicht mit, was es an Migrationsbewegungen, Flüchtlingsbewegungen, Asylantenbewegungen gibt? Und warum gehen Sie denn hier nicht ein auf die von Frau Cárdenas hier angeprangerten menschenunwürdigen Zustände in den Massenunterkünften, die Sie im Moment auch noch verteidigt haben? Wir haben das Problem, dass wir keine getrenntgeschlechtliche Unterbringung haben. Wir haben das Problem, dass wir keine Privatsphäre haben. Und davon sollten Sie sich nicht überrascht zeigen und es auf gar keinen Fall jetzt hier auch noch rechtfertigen suchen. Danke sehr. Kollege Bocklet zur Erwiderung. Herr Dr. Wilken, es bleibt dabei, dass niemand hier im Saale, der sagen würde, es war nicht zu ahnen, dass hier mehr Menschen kommen. Natürlich verfolgen wir. Es gibt sogar Prognosen, auch in dem Haushalt abgebildet, wie die Flüchtlingszahlen ansteigen werden, auch für das Jahr 2016. Insofern mag Ihre These für diese gedachte Sekunde zutreffen, dass niemand überrascht ist. Aber dennoch,
Wissen Sie doch nicht, zu welcher Stunde und zu welchem Tag und zu welcher Woche wie viele tausend Menschen bei Ihnen vor der Tür stehen. Deswegen hat trotzdem trifft es, ist es richtig, dass die Landesregierung angefangen hat. Noch vor 3 Jahren hatten wir eine Erstaufnahmeeinrichtung und eine Einrichtung in Frankfurt, die sich noch um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gekümmert hat. Jetzt sind es nahezu 6 oder 7 innerhalb von 1,5 Jahren. Da können Sie doch nicht behaupten, das hätte niemand gesehen und hätte sich niemand darauf eingestellt. Das ist doch ein kompletter Realitätsverlust, Herr Dr. Wilken. Und ich frage Sie ernsthaft, ich frage Sie wirklich ernsthaft, wie wollen Sie als zukünftiger Ministerpräsidenten des Landes Hessen in Ihren Träumen, wie wird ein Ministerpräsident Dr. Wilken denn bitte Häuser und Gebäude herzaubern? Ja, wie machen Sie es denn? Ja, okay. Ich will jetzt niemanden. So, ich will niemanden traumatisieren. Ja? Ja, ich lasse mich jetzt mal drauf ein auf diesen Realitätsverlust. Ja? Stellen wir uns für eine gedachte Sekunde mal vor, die Linke würde hier die absolute Mehrheit stellen. Woher zaubern Sie denn die Gebäude? Woher bekommen Sie denn die Gemeinden, die bereit sind, Menschen aufzunehmen? Sie müssen Gespräche führen. Sie müssen langfristige Gespräche führen, zähe Gespräche führen. Sie müssen das mit Geld unterfüttern. Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Mühevoll, mühevoll, jeden Tag. Und Sie stellen sich hin, Sie wollen keine Zelte. Aber welche Lösung bieten Sie denn an? Wollen Sie die Leute in den Rhein schubsen oder was? Herr Bocklet, die 2 Minuten sind um. Als Nächster spricht Kollege Dr. Bartel, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen sorgt für neue Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Hessen ist vorbildlich im Vergleich der Bundesländer. Das muss hier erneut ausgeführt werden, weil der Antrag der LINKEN die Wirklichkeit völlig verzerrt darstellt und angesichts der dramatischen Zahlen von fast 8.000 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen ist das, was Sie hier machen, unverantwortlich. Sie spalten die Gesellschaft, und es ist kein guter Dienst an den verfolgten Flüchtlingen, meine Damen und Herren. Also, Sie brauchen mich hier nicht zu reizen. Ich meine, ich könnte Ihnen sonst sagen, dass in der Vergangenheit die Linkspartei eigentlich eher für die Erzeugung von Flüchtlingen verantwortlich ist in ihrer Vergangenheit als für die Aufnahme und Pflege Verfolgter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der aktuelle Erfolg, Plätze zur Erstaufnahme zu schaffen, ist die Alheimer Kaserne in Rothenburg. Hier können kurzfristig 600 Personen vorübergehend wohnen. Ab Februar steht die volle Kapazität für 900 Menschen zur Verfügung. Unser Sozialminister Grüttner und unser Staatssekretär Dr. Dippel führten zum Teil schwierige Gespräche mit dem Bundesverteidigungsministerium, damit die Plätze zügig zur Verfügung gestellt werden können. Unsere Landesregierung stellt sich zusammen mit den Bürgermeistern in den Bürgerversammlungen den Fragen in den Standortgemeinden. Das ist praktische Politik, damit unsere Gesellschaft nicht auseinanderdriftet und ihrer Aufgabe gerecht wird. In diesem Jahr werden in der ehemaligen Armstrong-Kaserne in Büding 800 neue Erstaufnahmeplätze bezugsfertig. Ebenfalls 800 Flüchtlinge können noch 2015 in die ehemalige Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in Neustadt-Kreis Marburg-Biedenkopf einziehen. Weiterhin bestehen gute Aussichten, in Kassel-Niederzehren Erstaufnahmeplätze zu schaffen. Hessen ist in seinen Gesprächen mit den Besitzern geeigneter Anlagen und der kommunalen Ebene engagiert und erfolgreich. Schon frühzeitig, 2012, haben unser Sozialminister und der Regierungspräsident die Notwendigkeit der Einrichtung neuer Erstaufnahmeplätze erkannt und das US-Depot in Gießen angemietet. Die Schaffung neuer Erstaufnahmeeinrichtungen ist die Grundlage. Den ganz überwiegenden Anteil der Flüchtlinge in Gebäuden
unterzubringen und bei der Zuteilung der Wohneinheiten sensibel zu verfahren. Meine Damen und Herren, hierfür ist der Landesregierung und den verantwortlichen Kommunalpolitikern zu danken. Der Antrag der LINKEN geht hier in die völlig falsche Richtung und erschwert Gespräche zur Schaffung weiterer Erstaufnahmeeinrichtungen. An dieser Stelle danken wir auch gerne den Leitungen und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Erstaufnahmeeinrichtung für ihre Einsätze. Wir vergessen nicht, dass sich spätabends Busse mit Flüchtlingen aufnahmen, die in Dortmund vor verschlossenen Türen standen. Jeder, der die Einrichtung in Gießen besucht hat, weiß, dass die Einrichtungsleitung bei der Belegung der Zimmer einfühlsam umgeht und die Herkunft der Flüchtlinge berücksichtigt. Wenn DIE LINKE schon nicht bereit ist, Minister, Staatssekretär, Regierungspräsident angemessen zu würdigen, sollten Sie wenigstens die Leitung in den Erstaufnahmeeinrichtungen anerkennen. Stattdessen fordert DIE LINKE im Antrag so wörtlich geschultes Personal und kurzfristige Besuchsmöglichkeiten für Abgeordnete und Journalisten. So wird der völlig falsche und zum Teil auch wirklich beleidigende Eindruck erweckt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien unqualifiziert und unerfahren, und Journalisten und Abgeordnete würden nicht freundlich und diskussionsbereit empfangen werden. Das ist eine Unverschämtheit, meine Damen und Herren. Neben der Einrichtung neuer Erstaufnahmeplätze muss die Verweildauer reduziert werden. Dafür müssen die Anträge schneller bearbeitet werden. Insbesondere müssen die Anträge ohne Erfolgsaussicht kurzfristig beschieden werden, um aufenthaltsbeendende Maßnahmen einzuleiten. Wir begrüßen daher die Vereinbarung der Innenminister von Bund und Ländern, die Zahl der Bediensteten im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, deutlich zu erhöhen, um insbesondere Anträge von Kosovaren und Albanern schnellstmöglich abzuschließen. In diesem Zusammenhang sind auch deutsche Hilfen zur Kontrolle an der EU-Außengrenze in Ungarn und der Unterstützung der serbischen Behörden bei der Aufdeckung von Dokumentenfälschung zielführend. Es ist hervorzuheben, dass es sich bei den neuen Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen um echte selbstständige Einrichtungen und nicht um Nebenstellen handelt. So ist garantiert, dass das BAMF an jedem Standort präsent ist, um die Anträge auch zügig zu bearbeiten. Es müssen an potenzielle Flüchtlinge, an Kosovo und Albanien, differenzierte Signale gesendet werden. Wir wissen, dass durch die modernen Kommunikationsmittel und persönliche Kontakte diese auch empfangen werden. Erstens. Verschenken Sie kein Geld an Schleuserorganisationen. Ihr Asylantrag hat in Deutschland und in der gesamten EU keine Chance. Sie werden in kurzer Zeit in das Herkunftsland zurückkehren müssen. Zweitens. Die wirtschaftliche Lage und die hohe Jugendarbeitslosigkeit, besonders im Kosovo, erfüllt auch uns mit Sorge. Die Verwendung des Wortes Wirtschaftsflüchtling mit einem abschätzigen Unterton ist für uns nicht angemessen, meine Damen und Herren. Und ehe Sie wieder dazwischenrufen von den LINKEN, sage ich Ihnen, uns ist das Schicksal von Albanern und Kosovaren nicht egal. Die Kosovaren waren die ersten Opfer der Aggressionspolitik von Milosevic, der im Zeitraum des Jugoslawienkrieges von ihrem Führer, Herrn Gregor Gysi, noch hofiert worden ist. Und die Albaner haben mehrere Generationen unter einem Steinzeitkommunismus gelitten und sind um Generationen zurückgeworfen, meine Damen und Herren. Das Schicksal dieser Menschen ist uns nicht egal. Und wir sind da glaubwürdiger als Sie. Davon bin ich fest überzeugt, meine Damen und Herren. Ich wiederhole, die Verwendung des Wortes Wirtschaftsflüchtling in diesem Zusammenhang ist nicht angemessen, und ich halte das nicht für richtig. Die Verbesserung der Lage der Menschen ist nur im Land selbst, aber mit europäischer Hilfe erreichbar. Die jüngste Pressekonferenz unserer Bundeskanzlerin Merkel und des kosovarischen Ministerpräsidenten Mustafa in Berlin setzte hier Zeichen. Die Gespräche
über ein Assoziierungsabkommen mit der EU werden intensiviert. Die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und in der Energiewirtschaft werden konkretisiert, und die Gespräche über Einrichtung einer dualen Berufsausbildung im Kosovo werden eingeleitet. Das ist praktische Hilfe vor Ort. Diese Pressekonferenz stand inhaltlich und zeitlich im Zusammenhang mit der Balkanreise unserer Bundeskanzlerin, die die Botschaft hatte, die Menschen in den Staaten auf dem Balkan müssen ihre Perspektive in der europäischen Gemeinschaft erhalten bzw. bekommen. Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang soll auch das Engagement karitativer Verbände im Kosovo und Albanien gewürdigt werden. Es gibt viele Beispiele. Ein Beispiel möchte ich nennen. Es ist das langjährige, nein, nicht die Bundeswehr. Hören Sie mal zu, Herr Van. Ich wollte jetzt gerade das Engagement eines karitativen Verbandes loben, wenn Sie das interessieren sollte. Es geht um das langjährige Engagement des Caritas-Verbandes. Hier ist besonders der Gießner-Verband sehr engagiert in Albanien, der sich um Jugendliche kümmert, die vom Land in die Ballungszentren zogen und hier erhebliche Probleme haben. Meine Damen und Herren, das soll auch in dieser Debatte einmal genannt werden und unser besonderes Lob und Anerkennung finden. Abschließend. Wir unterstützen die Landesregierung bei ihren Anstrengungen, weitere Erstaufnahmeeinrichtungen aufzubauen. Wir streben an, dass Unterkünfte in Zelten die Ausnahme bleiben. Wir wollen sie perspektivisch auch wieder abbauen. Einen Zeitpunkt zu nennen, wäre aber angesichts der Zahlen unseriös. Und seriöse Aussagen und politisches seriöses Handeln sind aber Voraussetzungen, dass unsere Flüchtlingspolitik die erfreuliche Akzeptanz in der Gesellschaft behält. Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens und des Horn von Afrika sind in Hessen willkommen und im Rahmen des Verteilungsschlüssels der Bundesländer und internationalen Abkommen gilt dies auch unbegrenzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden heute über Flüchtlingspolitik in Hessen. Wir reden davon, wie viele Flüchtlinge untergebracht werden in Hessen. Und wir reden über die Art der Unterbringung. Und wir reden natürlich auch darüber, wer engagiert sich wie in der Flüchtlingspolitik in Hessen. Und hier im Hessischen Landtag zumindest kann ich es feststellen, die größte Enttäuschung für mich persönlich im Hessischen Landtag in Fragen der Flüchtlingspolitik ist die Fraktion der GRÜNEN. Es ist unglaublich, wie Sie sich darstellen hier an dieser Stelle, Herr Kollege Bocklet. Wir haben das heute Morgen beim Kollegen Wagner schon einmal gehört. Sie ersetzen Argumente durch lautes Rufen, durch, ich will nicht sagen Geschrei, aber lautes Auftreten mit Ihrer Mehrheit und haben inhaltlich überhaupt nichts mehr an Argumenten zu unterlegen. Das ist eine Armutserklärung für Sie von den GRÜNEN. Wenn Sie, Herr Kollege Bocklet, hier sprechen, dass kein größerer Komfort in der Unterkunft in Gießen möglich wäre, dann bitte ich Sie doch künftig einfach auf Ihren Sprachgebrauch zu achten und es vielleicht im Protokoll noch einmal nachzulesen. Das ist so etwas von unpassend, das ist so etwas von deplatziert, und das sollten Sie sich bitte hier im Hessischen Landtag unterlassen. Dass die Kollegen der Union ein Problem mit Flüchtlingspolitik haben, das ist ja nicht neu. Das ist nicht neu. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass es die Union war, die verhindert hat, dass Kinder und Jugendliche die hessischen Schulen besuchen konnten, wenn sie keinen festen Aufenthaltsstatus hatten.
Ich weiß noch genau, wie sehr Sie mit dem Begriff der Willkommenskultur in Hessen gekämpft haben, liebe Freunde von der Union. Und ich weiß auch, dass Sie nicht unbedingt immer nach dem, was Sie gesprochen haben, dann auch so gehandelt haben. Ihre Sonntagsreden sind bekannt. Wie Sie in Hessen in der Schulpolitik mit den jugendlichen Schülern umgehen, haben wir hier auch schon mehr als einmal diskutiert. Ich will nur einmal an die Jugendlichen und die Beschulung der Jugendlichen nur bis 18 Jahre erinnern und auch an die Senkung der Zuordnung in den Schulen für Kinder mit, für Flüchtlingskinder in Klassen. Auch das ist Ihre Politik, die Sie hier zu vertreten haben, Schwarz-Grün. Und da sieht man eben auch, wie Sie reden und wie Sie handeln in diesem Land. Und es zeigt sich auch in anderen Themen. Es zeigt sich, dass das nicht nur ein Thema der Hessischen Union ist, es ist ein Thema der Union in Deutschland. Wenn ich mir die Regelungen anschaue, die Sie über die Arbeitsaufnahme in Berlin getroffen haben, dass Sie die einzige Partei in Deutschland sind, die immer noch nicht erkannt haben, dass wir ein Zuwanderungsgesetz brauchen, all das zeigt, dass Sie zu der Frage Willkommenskultur, Flüchtlinge, Aufnahme, Integration und der Frage Zuwanderungsgesetz noch einen kleinen Weg hinter sich zu bringen haben in diesem Land, in Hessen, sowie in Deutschland. Sie sollten sich hier deutlich stärker bewegen. Und vielleicht ist das alles für die Bürgerinnen und Bürger einmal visualisiert worden. Visualisiert worden in einem kurzen Videoclip, den wir alle, denke ich, im Internet gesehen haben, den Millionen von Bürgerinnen und Bürgern gesehen haben, als der Schreibtisch auf das reale Leben getroffen ist, als Bundeskanzlerin Merkel die Rechtslage vorgetragen hat und das weinende Kind sie doch relativ sprachlos gemacht hat. Ich glaube, das sagt viel aus über die. Was haben Sie denn hinterher gesagt, das Kind? Ich habe mir das Video angeguckt, Sie haben es angeguckt, viele Millionen Bürgerinnen und Bürger haben sich angeguckt und jeder kann seinen eigenen Schluss daraus ziehen. Jeder kann seinen eigenen Schluss daraus ziehen. Den habe ich für mich daraus gezogen. Und das mögen Sie jetzt hier an der Stelle kritisieren. Ich sage, für mich war das ein deutlicher Ausdruck von Hilflosigkeit. Und es ist ein deutlicher Ausdruck, dass die Zuwanderung, dass die Frage der Zuwanderung in Deutschland, in der Union noch deutlicher diskutiert werden muss und dass Sie den Konsens, den die anderen demokratischen Parteien hier haben, dass Sie da noch einmal einen Schritt auf die anderen zugehen müssen. Und also ich habe das Wort, ich habe das Mikrofon, meine Worte werden im Protokoll aufgenommen. Sie können die nachlesen, Sie können auch einen blauen Zettel abgeben, dann kann ich noch einmal einen Moment reden. Es ist eindeutig so, dass die Union die Partei ist, die bei dem Thema Zuwanderung und Zuwanderungsgesetz eben noch Handlungsbedarf hat. Und da stehen Sie alleine in Deutschland im demokratischen Spektrum. Da stehen Sie alleine in Ihrer Auffassung, dass man Migranten hier nicht arbeiten lassen soll, 15 Monate lang. Da stehen Sie alleine in dieser Auffassung, wie man in der Beschulung mit den Flüchtlingskindern umgeht. Und da kann Herr Dr. Bock, da kann Herr Dr. Jetzt hätte ich fast Bocklet gesagt, Bartelt, Herr Dr. Bartelt, für mich ein sehr sympathischer Kollege hier, sehr deutlich und glaubhaft für sich persönlich hier Ausführungen machen. Aber die momentane Beschlusslage der Union steht dem zuwider und entgegen. Ich will aber noch einmal jetzt auf das Thema der Unterbringung der Flüchtlinge in Zeltunterkünften oder in Zeltstätten eingehen. Ich glaube, der Minister wird uns hier eine klare und deutliche Argumentation vortragen, warum das zurzeit nicht anders zu machen ist und warum wir zurzeit nicht anders handeln können. Ich habe da ein gewisses Vertrauen, weil ich glaube, die Menschen, die an der Front sind und die sozusagen die Arbeit vor Ort machen, die haben, glaube ich, das größte Interesse, dass die Flüchtlinge vernünftig untergebracht werden, weil diese konzentrierte Unterbringung für alle eine Belastung ist, ganz besonders für die Flüchtlinge, aber auch für die Menschen, die sie betreuen. Von daher kann ich mir und will mir auch nicht vorstellen, dass diese Unterbringung in Zeltanlagen willkürlich, unbegründet und vorsätzlich ist. Das traue ich keinem Mitglied der Landesregierung an dieser Stelle zu. Und ich möchte aber trotzdem noch einmal auf ein Stück weit hessisches Staatsversagen hinweisen. Der Ministerpräsident hat hier vor, ich weiß nicht, einem guten Jahr deutlich gemacht, in einer Äußerung auch gegenüber dem Hessischen Rundfunk, wie wichtig ihm das ist, dass die Unterbringung der Flüchtlinge nicht in Zeltstätten stattfinden muss und dass er eine Initiative startet, dass eben die Unterbringung auch zumindest übergangsweise in Gewerbegebieten möglich ist. Damit war er erfolgreich. Ich gratuliere an dieser Stelle auch noch einmal zu diesem Erfolg. Ich kann mir vorstellen, das war nicht einfach. Aber was passiert in dieser Landesregierung? Da frage ich wieder meine Freunde der GRÜNEN. Was passiert in dieser Landesregierung? Die Union setzt sich für eine pragmatische Lösung ein. Was macht der grüne Wirtschaftsminister?
Er schreibt die Kommunen an und sagt, das dürfte aber nur 5 Jahre machen. Und damit konterkariert er all das, was der Ministerpräsident entsprechend möglich gemacht hat. Und Sie sehen, Herr Al-Wazir, Sie sagen, das ist ein Gesetz. Das zeigt, Sie haben überhaupt keine Ahnung von dem Sachverhalt. Es geht darum, wie lange die Baugenehmigung Gültigkeit behält, wie lange diese Einrichtung entsprechend genutzt werden kann. Und von daher kann ich nur sagen, Herr Al-Wazir, reden Sie mal mit Herrn Grüttner. Lassen Sie sich mal erklären, wo es hängt. Oder reden Sie mal mit Ihren Landräten. Reden Sie mal mit Ihren CDU-Landräten, die Ihnen sicherlich schon mal Hinweise gegeben haben, wie schwierig das ist, für 5 Jahre so eine Unterkunft zu finanzieren. Und von daher kann ich nur sagen, versuchen Sie mal an der Stelle pragmatische Lösungen zu finden und nicht ideologisch quer im Stall zu stehen. Und ich will an dieser Stelle zum Abschluss sagen, es ist unangenehm und es ist schwierig, dass wir diese Zeltunterbringung haben. Und ich glaube und ich hoffe, dass die Landesregierung, aber auch Minister Grüttner alles tun wird, um die schnellstmöglich zu beenden. Davon bin ich fest überzeugt. Aber, und das ist noch eine Frage, die ich an den Minister hätte, ist es denn möglich, in der Situation, in der wir sind, auch diese Unterbringung besser zu kommunizieren? Vielleicht bin ich falsch informiert, aber die Frage, wie kann ich jemanden vor Ort vorbereiten auf so eine Situation? Ist das möglich? Vielleicht können Sie an der Stelle noch einmal ein paar Ausführungen dazu machen, weil das natürlich ein ganz großer Punkt ist für die Akzeptanz vor Ort. Ich glaube, wir sind uns im Hessischen Landtag alle einig. Egal, wie die Grundeinstellungen sind, diese hervorragende Bereitschaft der Bevölkerung, sich unterstützend und für die Flüchtlinge einzubringen, benötigt aber auch eine gewisse Information. Und da wäre ich Ihnen dankbar, Herr Minister Grüttner, dass Sie vielleicht dazu noch ein paar Informationen geben können, damit wir auch entspannend in die Situation vor Ort kommunizieren können. Weil ich glaube, keine Fraktion hier im Hessischen Landtag hat Interesse daran, dass es vor Ort noch komplizierter und schwieriger wird, wie es sowieso womöglich schon sein könnte. Und wir wissen auch alle, dass die Unterbringung von Flüchtlingen nicht ganz so reibungslos ist, wie wir uns das immer wünschen würden. Von daher glaube ich, gibt es hier einen großen Konsens, zumindest in der Frage, dass wir in der Umsetzung, der Unterbringung, der Abarbeitung der schwierigen Aufgabe gemeinsam an einem Strang ziehen. Das wollen wir Freie Demokraten jedenfalls machen und würden gerne auch die Landesregierung der Kommunikation unterstützen. Wenn Sie uns unterstützen, vielleicht noch, Herr Minister, für ein paar zusätzliche Informationen, gerade im Hinblick auf Limburg, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Danke schön. Als Nächster spricht Kollege Merz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will einmal daran erinnern, wie der Titel dieses Tagesordnungspunktes und des zugrunde liegenden Antrags lautet. Er lautet Menschenwürdige Unterbringung in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Ich glaube, dass die Frage hier in diesem Landtag nicht ist, ob wir das wollen, sondern die einzige Frage kann sein, wie wir das schnellstmöglich ermöglichen und wie wir eine Situation vermeiden, die andere in diesem Land, nämlich nicht in Hessen, sondern in anderen Bundesländern oder in Freistaaten in dieser Bundesrepublik offensichtlich herbeireden wollen. Es ist, meine Damen und Herren, nicht möglich, jedenfalls mir nicht möglich, in diesem Kontext, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Thema zu reden, ohne bestimmte Erscheinungsformen der Debatte über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu erwähnen. Und diese Erscheinungsform ist der bayerische Ministerpräsident. Der bayerische Ministerpräsident, der ganz offensichtlich aus dem notwendigen Übel von Unterbringung in Zelten eine Tugend machen will, mit dem verwerflichen Zweck der Abschreckung von Flüchtlingen, mit dem verwerflichen Zweck von Substandardunterbringung von Flüchtlingen, und der das begleitet mit einer Debatte, die nicht einer Debatte, sondern den altbekannten populistischen Vorwürfen gegen den massenhaften Missbrauch von Asyl, und der damit das Feuer an die Lunden legt, die er selber gelegt hat oder im Begriff ist, zu legen. Und wir können, meine Damen und Herren, das berühmt-berüchtigte Kippen der Stimmung auch auf diese Art und Weise herbeireden. Und ich sage das deswegen.
Ich sage das deswegen nicht, weil ich unterstelle, dass in diesem Land etwas so wird, sondern weil sich hier eine Debatte verselbstständigen kann, an deren Ende wir uns an das Aufstellen von Zelten und an das Nutzen von Zelten für die Unterbringung von Flüchtlingen gewöhnt haben werden. Deswegen habe ich, und weil ich auch empört bin über diese Art der Debatte, hier ein paar Worte darauf verwendet. Ich möchte einen zweiten Gedanken in diesem Kontext Ihnen vortragen, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit dem angeblichen massenhaften Missbrauch von Asyl, des Asylrechts und des Asylverfahrens auf sich hat. Ich frage allen Ernstes, welche andere Mittel haben eigentlich Menschen aus dem Kosovo, aus Albanien, aus den Westbalkanländern zur Verfügung, als sich auf das Asylrecht zu berufen. Das schreit doch geradezu danach, in diesen Fällen nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Ich habe das in der Debatte über die Regierungserklärung schon einmal gesagt. Ich wiederhole das. Wir brauchen eine Reform, eine grundlegende Reform des Zuwanderungsrechts, damit es auch andere Perspektiven für diese Menschen gibt. Und ich glaube nicht, bevor ich wieder falsch verstanden werde, ich glaube nicht, dass das das ganze Problem löst, aber es ist eher ein Beitrag zur Lösung des Problems als ein Beitrag zur Verschärfung des Problems, wie das, was der bayerische Ministerpräsident gerade im Begriff ist, anzuzetteln. Zweitens, und jetzt zu dem Punkt Flüchtlinge aus Nordirak. Wir brauchen im Zusammenhang, auch das habe ich mehrmals hier vorgetragen und ich wiederhole es aus gegebenem Anlass, wir brauchen im Zusammenhang mit einer Reform des Zuwanderungsrechts einen weiten und weitherzig gefassten humanitären Aufenthaltstitel, der es genau solchen Menschen, für die wir jetzt auf dem mühsamen Weg des Kontingents mit allen auch teilweise bürokratischen Hemmnissen, die damit verbunden sind. Wir alle kennen die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den vorhandenen Kontingenten für Flüchtlinge aus Syrien, mit den Familiennachzugsprogrammen aus Syrien. Wir brauchen einen weit gefassten humanitären Titel, damit wir das leichter regeln können, was jetzt Gegenstand von zwei Anträgen hier im Hause ist, nämlich eine Auf- und eine Zuflucht und Schutz und Betreuung und medizinische Hilfe für die am meisten geschundene Gruppe im irakischen und syrischen Bürgerkrieg. Und Kollege Bocklet, ich weiß sehr gut, dass es auch andere Gruppen gibt, die besonders schutzbedürftig sind, aber dieses, und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt, wohl wissend, dass es nicht so einfach ist. Ich habe mir das angeguckt, was in Baden-Württemberg alles zu regeln war. Ich kenne die Vereinbarung mit den Behörden im Nordirak. Das ist nicht einfach, das wissen wir. Nichtsdestoweniger handelt es sich hier um die am meisten geschundene Gruppe von Menschen, Frauen mit in dieser Lage mit ihren Kindern. Hier muss etwas getan werden, und sei es noch so wenig. Und deswegen bin ich, das will ich dann auch gleich sagen, an dieser Stelle dankbar und begrüße, dass es Bewegung in den Koalitionsfraktionen gibt. Und ich wäre dankbar, wenn wir heute diese Anträge nicht abstimmen müssten. Ich wäre insgesamt dankbar, wenn wir alle Anträge heute nicht abstimmen müssten, weil wir vielleicht im Ausschuss, auch das ist schon hier zur Sprache gekommen, etwas sachlicher über die Dinge reden können, als das hier im Plenum bis dato überwiegend der Fall war. Nicht durchgehend, aber überwiegend der Fall war. Nämlich, was tatsächlich geschehen muss, um die Kapazitäten in der Erstaufnahme, und zwar in festen Häusern, so zu erweitern und dauerhaft zu erweitern, dass die Zelte überflüssig werden, dass es genügend Plätze für die aktuelle Situation gibt, dass es einen Puffer gibt für die Notfälle, die immer wieder eintreten. Und diese Notfälle können sein, ein zusätzlicher Krisenherd irgendwo in der Welt. Es kann sein, dass irgendwo eine Einrichtung, wie wir es ja in der Vergangenheit, auch gerade in den letzten Wochen wieder hatten, eine Aufnahmeeinrichtung in einem anderen Bundesland kurzfristig wegen einer ansteckenden Krankheit geschlossen wird. Und weil wir mehr Flüchtlinge auch vorübergehend aufnehmen müssen, als nach den Kontingenten eigentlich auf Hessen entfallen würden, die vorübergehend untergebracht werden, wofür im Moment der Meisenbahnweg in Gießen überwiegend genutzt wird und manches andere mehr. Wir brauchen also ganz dringend zusätzliche Kapazitäten. Und bei diesen Kapazitäten muss geguckt werden, ja, was auch immer zur Verfügung steht. Ich sehe, dass wir im Moment überwiegend auf Kasernen und kasernenähnliche Einrichtungen zurückgreifen. Ich sehe aber auch, dass wir überwiegend auf Einrichtungen zurückgreifen, die sich nördlich der Gießener Linie befinden. Ich meine, dass bei der Frage, wie Flüchtlinge in der Erstaufnahme, und das, liebe Kolleginnen von den LINKEN, geht
bei eurem Antrag wirklich vieles durcheinander. Da stehen viele richtige Dinge drin, die aber auf die Erstaufnahme nicht sinnvollerweise anzuwenden sind, sondern auf das, was danach folgt. Aber das können wir im Ausschuss gerne vertiefen. Doch, das ist so, Barbara, ich erkläre es dir nachher. Dass wir auch einmal schauen, dass in Südhessen und im ganzen Rhein-Main-Gebiet solche Einrichtungen hergestellt werden, weil nicht richtig vertretbar ist, warum der bevölkerungsreichste Landesteil von solchen Einrichtungen verschont bleiben soll. Ich könnte Ihnen jetzt vorrechnen, was der Anteil von etwa 5.000 Flüchtlingen bezogen auf die Gießener Bevölkerung ausmacht, nämlich etwas zwischen 6 und 7%, und was das Ganze in Frankfurt ausmachen würde, nämlich deutlich weniger. Und wenn wir jetzt noch dazu rechnen, dass, wenn wir tatsächlich interessiert sind an einer menschenwürdigen und auch für die jeweilige Umgebung verträglichen Unterbringung von Flüchtlingen, dann kommen wir zu dem Schluss, dass Einrichtungen in der Größenordnung, wie wir sie derzeit in Gießen haben, schlechterdings nicht verträglich sind, weil sie chronisch überlastet sind und auch gar nicht anders sein können als chronisch überlastet, weil eine Einrichtung mit mehreren tausend Menschen unabhängig, und die Belegungsprobleme kennen wir alle. Wir wissen, dass die gegenwärtige Situation eine vernünftige Steuerung im Grunde nicht zulässt und die Trennung von Flüchtlingsgruppen, so wie es der linke Antrag ansatzweise beschreibt und ja richtig beschreibt, im Grunde nicht möglich macht, weil es durch die laufenden Ereignisse ständig wieder zur Makulatur gemacht werden. Deswegen ist sozusagen nicht nur das dem aktuellen Stand anzupassen, sondern es muss ein Puffer geschaffen werden, der genau dieses möglich macht, damit wir Familien mit Kindern anders unterbringen als Alleinstehende, damit wir alleinstehende Männer anders unterbringen als Frauen, insbesondere Frauen mit Kindern, aber auch alleinstehende Frauen und vieles andere mehr. Und wir sehen auch, meine Damen und Herren, dass bei der großen Einrichtung in Gießen, wie wir sie derzeit haben, eine Reihe von logistischen Problemen auftreten. Das beginnt mit der Verkehrsinfrastruktur. Sie müssen für Busverkehre sorgen, Sie müssen für Freizeitangebote sorgen, für die Zugänglichkeit von Freizeitangeboten, Sie müssen für Sicherheit sorgen, insbesondere dann, wenn verschiedene Flüchtlingsgruppen unter einem Dach untergebracht sind. Sie müssen für Sicherheit sorgen. Diese Erfahrung haben wir in Gießen gemacht. Sie müssen auch für zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen in den öffentlichen Personennahverkehr, und sei es nur wegen des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Sie müssen für Einkaufsmöglichkeiten sorgen, für vieles andere mehr. Und wir können im Ausschuss über diese Dinge reden. Von Brandschutz ist hier schon die Rede gewesen. Auch da haben wir Erfahrungen, die wir in die weitere Debatte mit einbringen können. Das muss vorher mitgeklärt werden mit den Belegenheitskommunen für die neuen Einrichtungen. Und wenn das dann zukünftig auch umgewidmete Bürogebäude sind, wenn sie die baulichen Voraussetzungen dafür bieten, soll mir das Recht sein. Und wenn das Baurecht dem entgegensteht, dass man die länger als 5 Jahre nutzen, dann muss man halt das Baurecht ändern. Das ist ja in diesem Lande vielleicht noch möglich, baurechtliche Voraussetzungen zu ändern. Wie dem auch immer sei, aber das sind die Dinge, die zu diskutieren sind, wenn wir an praktischen Lösungen interessiert sind. Und wir sind an praktischen Lösungen brennend interessiert, im Interesse der Flüchtlinge, um die es geht, und im Interesse der Menschen um die Einrichtungen herum. Und das betrifft auch, den Gedanken kann ich nicht mehr aufhören. Ich wollte noch etwas zu Traumascreening sagen. Auch da ist die Angelegenheit kompliziert. Aber vielleicht haben wir Gelegenheit, das im Ausschuss zu vertiefen. Dringend wäre es, ist aber auch schwer, im Zusammenhang mit einer Erstunterbringung zu regeln. Herr Kollege, bitte letzter Satz. Danke schön. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Für die Landesregierung spricht schon Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin sehr überrascht, um nicht zu sagen, auch ein Stück weit traurig, wie Teile der Opposition diese Debatte führen und mit welchen Argumenten sie führen. Ich will das auch an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Wenn Frau Cárdenas dem Handeln der Landesregierung Unverantwortlichkeit vorwirft, wenn auf die Aussage des Kollegen Bocklet im Hinblick auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Erstaufnahmeeinrichtung, und er sagt wörtlich, diese wollen diesen Menschen helfen, der Zwischenruf von Herrn von Ooyen kommt, nein,
wenn Herr Wilken von menschenunwürdigen Unterkünften spricht, dann ist das eine Diskussion, die an der Realität so weit vorbeigeht und die ausschließlich Stimmung machen will, die diesem Problem nicht angemessen ist. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie die Situation in Hessen gewesen ist, wir im Oktober 2012 575 Plätze in einer Erstaufnahmeeinrichtung hatten, die wir mit 500 Personen belegt hatten, um Familien zusammenzuführen, Geschlechter und Ethnien zu trennen, und es ausreichend war, und damals mich einige etwas merkwürdig angeschaut haben, weil ich gesagt habe, es ist ein Problem, das auf uns zukommt, und wir heute noch nicht einmal drei Jahre später über 8.000 Menschen, also von 500 auf über 8.000 Menschen in unserer Erstaufnahmeeinrichtung haben, dann ist das eine Herausforderung, von der man ja zum Teil sogar sagen kann, sie sind über Nacht gekommen. Und ich will das an einem Beispiel festmachen. Wir haben intensiver vor Ort über die Frage der Alheimer Kaserne und ihre Nutzung diskutiert. Wir wissen, dass wir am 1. August mit einer Teilbelegung bis zu 600 Personen dort beginnen können und wenn die Feldjäger, die noch dort sind, abgezogen sind, bis 900 Personen. In der Nacht von Freitag oder das Wochenende vom letzten Freitag bis zum letzten Montag sind über 900 neue Asylbewerber und Flüchtlinge in Gießen angekommen. Übers Wochenende wäre die volle Kapazität der Alheimer Kaserne ausgeschöpft worden. Und dann ist der Dienstag auf den Mittwoch noch nicht mit dabei, wo noch einmal fast 600 Personen gekommen sind. 1.500 in drei Tagen. Und wer uns erklärt, dass wir das absehen können und entsprechende Vorsorge treffen, der irrt. Unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen als allererstes ein Willkommen zu bieten, ein Bett zu geben, eine Decke, mit denen sie sich zudecken, Sachen, mit denen sie sich waschen können und etwas zu essen und zu trinken, weil möglicherweise diese Menschen das seit Jahren nicht mehr hatten. Weil die Menschen, die zu uns kommen, die sind in der Regel lange unterwegs. Die haben eine Reise ins Ungewisse angetreten, um von Gewalt und von Elend zu entkommen. Die sind verzweifelt, aber auch voller Hoffnung. Und ich sage Ihnen, wenn Sie mit denen reden, dann werden Ihre hehren Grundsätze, die Sie hier vortragen, erst einmal ganz weit hinten anstehen, weil die ganz existenzielle Bedürfnisse haben. Und diese befriedigen wir. Und die befriedigen wir mit einem unglaublichen Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, mit Ehrenamtlichen und vielen, die dort mithelfen. Und deswegen ist es schon inhaltlich, was hier dargestellt wird. Und dann finde ich, weil wir natürlich alle miteinander auch politisch verantwortlich sind, vor Ort in verschiedenen Bereichen, als Abgeordnete, eine Unterstellung vom Kollegen Rock, die Union hätte Probleme mit Flüchtlingen geradezu fehl am Platze. Sie zeigt die Hilflosigkeit in der Argumentation, die sich in der ganzen weiteren Rede auch dargestellt hat, die sich überhaupt nicht mit Erstaufnahme auseinandergesetzt hat, sondern mit der Frage von Zuweisung, mit der Frage von Unterbringung vor Ort und dann auch noch ohne jegliche differenzierte Betrachtung, da bin ich Herrn Merz schon etwas dankbarer, weil er das etwas differenzierter gebracht hat, dann noch ein Zuwanderungsgesetz ins Gespräch bringt, als ob das Zuwanderungsgesetz das Asylrecht ablösen würde. Ist doch Quatsch! Ich habe Ihnen die Differenziertheit gerade zugestanden. Herr Merz, ich habe gerade eben in meinen Ausführungen gesagt, dass der Kollege Rock nicht so differenziert argumentiert hat wie ihn, wie Sie, weil Sie die Frage des Zuwanderungsrechts, das in der üblichen Weise eigentlich mit der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt verbunden ist, mit der Frage von humanitären Punkten verbunden haben, die so eine Möglichkeit ist. Das hat bei Herrn Rock gefehlt. Und stattdessen
einen Weg zu geben. Und dann sage ich Ihnen sehr deutlich, ja, das Mädchen Riem hat bundesweite Beachtung gefunden. Aber Frau Merkel war nicht als Person, sondern als Bundeskanzlerin da. Und im Verhältnis dazu, finde ich, war das eine ganz bemerkenswerte Leistung von Frau Merkel, weil sie sich der Verantwortung ihres Amtes bewusst gewesen ist. Sie kann keine Einzelfallentscheidung in einer solchen Situation treffen, aber sie muss gleichzeitig Mitgefühl und Fürsorge zeigen. Und das hat sie hervorragend geschafft, meine Damen und Herren. Und dann spricht der Herr Rock von der Fragestellung von Kommunikation. Das will ich Ihnen einmal sagen. Wir sind seit Wochen in der Kommunikation gewesen mit den Verantwortlichen vor Ort, was die Alheimer Kaserne anbelangt, in unterschiedlichen Bereichen. Nachdem wir alle, Bürgermeister, Stadtverordnetenvorsteher, Landesregierung, Abgeordnete, überrascht gewesen sind, dass die Bundeswehr in einer Ortsbesichtigung am 1. Juli gesagt hat, ihr könnt einen Monat später belegen. Die erste Reaktion des Abgeordneten Franz war gewesen, da kommen nur Albaner und Kosovaren hin. Das hat er vor Ort in der Öffentlichkeit dargestellt, wohl wissend, dass das schlicht und einfach falsch ist, sondern dass es nur Zeugen von Angst, Sorgen und Vorbehalten, die damit verbunden gewesen sind. Eine Unverantwortlichkeit. Wohl wissend, dass das nicht stimmt. Oder wenn er es nicht weiß, dann nicht informiert. Und was Willkommenskultur und Kommunikation anbelangt, und auch im Rhein-Main-Gebiet. Wir sind seit einiger Zeit am Überlegen, um das deutlich zu sagen, ob wir die Hutier-Kaserne in Hanau nutzen können. Das Erste, was wir gemacht haben, war, den Oberbürgermeister anzurufen, der gesagt hat, macht ein bisschen langsam, ich bin gerade im Wahlkampf. Da haben wir gesagt, okay, erste Information ist auch noch nicht so weit. Warten wir noch zwei Minuten, bis der Wahlkampf vorbei ist. Dann war er vorbei. Da haben wir gesagt, wir sind nach wie vor dran. Das Erste, was er gemacht hat, einen Bericht in der Stadtverordnetenversammlung mit dem Bericht zu sagen, wir werden alle planungsrechtlichen und Mittel, die uns zur Verfügung stehen, in die Hand nehmen, um eine Erstaufnahme in Hanau zu verhindern. Sehr sozial und ein wirkliches Beispiel von Willkommenskultur von Oberbürgermeister Kaminski. Soweit die Wirklichkeit vor Ort und die Fragestellung von Kommunikation, die an dieser Stelle ist. Und deswegen, wir gehen vor Ort. Heute Abend findet die Bürgerversammlung in Limburg statt über die Fragestellung, was haben wir denn für Alternativen? Was haben wir denn für Alternativen? Wir können auf der einen Seite, und gehen Sie davon aus, sehr genau schauen, wo wir Flächen haben, welche Flächen wir brauchen und wie das im Grunde genommen aussieht, um insbesondere für den Bereich des Herbstes und der darauf folgenden Zeit feste Unterkünfte zu haben. Keiner von uns will doch eine dauerhafte Unterbringung von Zelten. Aber wo sollen wir denn die Leute am Anfang jetzt erst einmal unterbringen? Sondern wir brauchen erst einmal das Dach über dem Kopf und das Bett und die Bettwäsche. Und deswegen gehen wir in Limburg dorthin. Und deswegen werden wir auch noch in andere Bereiche gehen. Und wir werden ganz genau schauen, wo wir freie Flächen quer über das Land haben, in denen wir Einrichtungen schaffen können, die dafür genutzt werden. Und dies ist alles verbunden mit der Fragestellung von auch einer, was ich auch in Rothenburg gesagt habe, was selbstverständlich ist, sukzessiven Ausbau. Erst Infrastruktur, erst die soziale Betreuung, erst die verwaltungsmäßige Betreuung und dann die Asylbewerber und Flüchtlinge hin. Und dass das ein Thema ist, das nicht nur die Ehrenamtlichen vor Ort beschäftigt, sondern dass das ein Thema ist, das die gesamte Landesverwaltung beschäftigt, zeigt sich alleine daran, dass wir gesagt haben, Menschenskinder, wir haben gar nicht so viele Leute, die das verwaltungsmäßig und sozialarbeiterisch machen können, wie wir zum jetzigen Zeitpunkt einen Zugang an Flüchtlingen haben. Wir fragen einmal in der Landesverwaltung, ob es Freiwillige gibt, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiten. Und innerhalb von 14 Tagen haben sich 120 Leute gemeldet, die gesagt haben, wir sind bereit. Das ist doch ein Zeichen, dass diese Landesregierung Empathie hat, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Empathie hat, dass wir versuchen zu helfen, aus dieser Not heraus das Beste zu machen, mit einem riesigen Einsatz
Grundsatz von auch Freiwilligkeit im Bereich der eigenen Landesverwaltung. Und das ist ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen, wenn denen vorgehalten wird, sie würden in menschenunwürdigen Unterkünften arbeiten müssen und Asylbewerber würden menschenunwürdig unterkommen. Das geht so nicht. Wer sich dieser Verantwortung dadurch entzieht, plakativ Forderungen aufzustellen, die bar jeglicher Verantwortungsbewusstsein sind. Wer sich dieser Verantwortung stellt, indem er versucht, tatsächlich eine Stimmung zu erzeugen, die der Aufnahme und der Betreuung eher entgegensteht, als ihnen hilfreich macht, der erschwert die Arbeit derjenigen, die versuchen, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen, die eine Verwaltung machen, die ärztliche Untersuchungen organisieren, die Registrierungen organisieren. Da war vorhin so ein kleiner Zwischenruf, warum kommen jetzt erst die Erstaufnahmeeinrichtungen mit dem BAMF? Wir hätten die Mitarbeiter vom BAMF schon, Herr Merz, bei uns, 2000 neue Leute. Ja, kann ja sein, aber wo sind sie? In Hessen. Und das ist Bundespolitik, das müssen wir halt einfach sehen. Deswegen erheben wir auch alle gemeinsam beim Bund die Stimme und sagen, ihr könnt euch an dieser Stelle nicht eurer Verantwortung entziehen. Weder organisatorisch, noch strukturell, noch finanziell. Sondern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der wir Länder und Gemeinden nicht im Stich lassen können. Und alles unter der Überschrift, wir sorgen dafür, dass Menschen, die Elend und Leid erfahren haben, eine menschenwürdige Aufnahme in unserem Land erhalten. Und natürlich im Anschluss daran auch die normalen Verfahren Platz greifen. Und die normalen Verfahren nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach dem Asylverfahrensgesetz, so wie es unsere Rechtsordnung vorschreibt. Und auf diesem Weg sind wir. Und ich verwahre mich wirklich dagegen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch denjenigen, die Verantwortung dafür tragen, Leichtsinnigkeit, Unverantwortlichkeit und sogar noch Menschenunwürdigkeit vorgeworfen werden. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen weitere Wortmeldungen mal vor. Herr Kollege Merz von der SPD-Fraktion hat sich zu Wort gemeldet. Herr Kollege, bitte schön, 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, es ist immer schlecht, wenn man nicht über das redet, was hier im Saal gesprochen worden ist, sondern Behauptungen in den Raum. Ich komme dazu. Ich komme dazu. Vielleicht hören Sie einfach einmal zu. Ich habe Ihnen, glaube ich, bisher keinen Anlass in dieser Debatte geboten, hier fuchtig zu werden und unleidlich zu werden. Dann ist es ja auch gut. Und jetzt hören Sie einfach einmal zu. Es ist nie gut, Behauptungen in den Raum zu stellen, die keiner überprüfen kann. Wir haben jetzt versucht, das zu überprüfen. Und der Hanauer Oberbürgermeister hat gesagt, er hat zugesagt, dass er diese Angelegenheit prüft. Und mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der Oberbürgermeister von Hanau, der Klaus Kaminski, etwas anderes sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich sozusagen mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass in einer Stadt wie Hanau, die größer ist als die Stadt Gießen, eine Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet werden soll, wenn es denn nötig ist. Wenn es so wäre und wenn dieses mit Argumenten, die nicht in der Sache liegen, so wäre, dann würde das unsere Missbilligung treffen, damit es auch klar ist. Ich habe sehr bewusst vorhin darauf hingewiesen, dass bei der Frage der Einrichtung zukünftiger Erstaufnahmeeinrichtungen, und ich teile das alles, wir müssen das nicht wiederholen, welche Anforderungen daran gestellt sind, sie selbstständig sein müssen und so weiter und so fort, dass da auch das Rhein-Main-Gebiet aus unserer Perspektive nicht verschont werden kann.
Das mag dann aber gegebenenfalls auch mal andere hier im Saal treffen. Und deswegen wäre es ganz gut, Sie würden alle miteinander nicht so die Backen blasen, wenn aus Hanau dann vielleicht auch mal ein kritischer Ton kommt und wenn in Hanau vielleicht nicht auf beiden Beinen Hurra geschrien wird, weil man jetzt eine Erstaufnahmeeinrichtung kommt. Es könnte der Tag kommen, wo auch vor Ihrer Haustür dergleichen eingerichtet werden soll. Und dann würden wir uns widersprechen. Man trifft sich in diesem Leben nämlich bekanntlich immer mindestens zweimal. So viel also jetzt mal dazu. Okay. Ja, und in Rothenburg, um das zu sagen, Herr Staatsminister, der Kollege Franz hat darauf hingewiesen, dass es eine Debatte gibt im Zusammenhang mit der, das habe ich vorhin übrigens vergessen zu sagen, und das bietet mir Gelegenheit, das auch noch einmal nachzuholen, dass die Tatsache, dass Menschen aus dem Kosovo und aus Albanien nach ihrer Regierungserklärung nicht mehr zugewiesen werden sollen auf die Kommunen, wofür vieles spricht. Das habe ich auch, glaube ich, in der Debatte zur Regierungserklärung unterstützt. Dass das natürlich dazu führt, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen mit dieser Personengruppe dann besonders stark belastet werden. Also belastet ist jetzt der falsche Ausdruck. Sie wissen, wie ich das in diesem Kontext meine. Das ist schlicht und ergreifend so. Und wenn man dann noch gleichzeitig eine getrennte Unterbringung verschiedener Personengruppen machen will, nach dem, was wir vorhin in der ersten Runde diskutiert haben, dann kommt man doch relativ schnell zu der Schlussfolgerung, dass irgendwann einmal man Erstaufnahmeeinrichtungen hat, wie sie der bayerische Ministerpräsident jetzt zur Regel machen will, in denen sich nur noch Personen befinden, die, nach wessen Auffassung auch immer, nach der geltenden Rechtslage, eine sehr kurze Aufenthaltsdauer hier haben sollen oder die sehr bald auch wieder abgeschoben werden sollen. Das ist ja eine relativ einfache Schlussfolgerung, wenn man 1 und 2 zusammenzählt. Ob Sie das beabsichtigen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ich würde auch sehr dringend davor warnen, auch das habe ich schon bei anderer Gelegenheit getan, solche Einrichtungen, in denen sich nur noch Menschen, die nach Lage der Dinge sehr bald wieder abgeschoben werden, befinden, weil das Sprengstoff ist. Weil es Sprengstoff ist. Und vor dieser Situation hat der Kollege Franz gewarnt, und ich finde, das hat er nicht ganz zu Unrecht getan. Wenn es anders ist, dann ist es gut, und so soll es auch sein. Und ansonsten wird sich die SPD-Fraktion jedenfalls nicht und hat sich auch nicht gegen die Belegung der Kaserne in Rothenburg-Fulda ausgesprochen, auch nicht gegen die in Kassel-Wehlhausen, auch nicht gegen andere. Und ich habe eben gesagt, und ich wiederhole das, wir sind der Auffassung und werden sie unterstützen bei jedem Versuch, zusätzliche Kapazitäten für eine dauerhaft menschenwürdige Unterbringung von Menschen in diesem Land in der Erstaufnahme und danach zu schaffen. Und jeder, der jetzt hier versucht, in dieser Debatte noch einmal Pulver ins Feuer zu schütten, tut sich selber und vor allen Dingen uns allen, aber auch ganz besonders den Flüchtlingen und den Kommunen, die mit dieser Situation umgehen müssen, keinen Gefallen. Deswegen mein dringender Appell, versuchen Sie nicht, hier den einen gegen den anderen auszuspielen und Feuer zu legen, wo keins zu legen ist. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, Feuer zu legen, wo keins zu legen ist, sondern arbeiten Sie auch mit Ihren Mitteln daran, dass das kommunikativ, konstruktiv und gemeinsam vonstatten geht. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächste Rednerin hat Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, wenn Sie der Opposition hier Stimmungsmache vorwerfen, dann finde ich das dem Thema komplett unangemessen. Denn wir haben eine Situation, über die wir hier in dem Haus reden müssen, und es gibt Probleme. Und wenn man diese Probleme benennt, ist das keine Stimmungsmache. Das können Sie auch nicht umdeuten und uminterpretieren. Und ja, natürlich haben Sie recht, dass da über Nacht Hunderte von Menschen stehen. Aber es ist doch nicht so, als dass wir nicht wüssten, und zwar seit Jahren wüssten, dass uns genau das passieren kann, und zwar immer und immer wieder. Und das haben Sie verschlafen, und das genau werfen wir Ihnen hier vor. Das Problem ist doch keins, das plötzlich und unerwartet über uns hereinbricht. Seit vielen Jahren haben wir die Konfliktherde und wissen, dass die Konfliktherde zur Folge haben werden, dass wir irgendwann hier auch Flüchtlinge haben werden. Das
zu ignorieren, ist das, was wir Ihnen vorwerfen. Und natürlich sind Sie und Ihre Partei Teil einer Politik, die sich darauf ausgeruht haben, dass Länder wie Italien, das völlig verarmte Griechenland und noch andere Länder das Problem auslöffeln müssen. Dass das auf die Dauer nicht tragbar sein würde, musste uns doch allen und Ihnen auch klar sein. Und damit musste auch klar sein, wir werden mit diesen vielen Menschen hier umgehen müssen. Das haben Sie ignoriert, und das ist der Vorwurf. So, und wenn Sie dann sagen, dass das alles mit den Zelten zwar Notunterkunft, aber doch menschenwürdig ist. Was ist denn bitte an Massenunterkünften in Zelten menschenwürdig, wenn die Menschen noch nicht einmal einen Spind haben, in dem sie ihre persönliche Habe verwahren können, wenn alles in der Öffentlichkeit stattfindet und wenn Frauen, insbesondere Frauen, dort nicht sicher sind? Und wenn das jemand hier bestreiten möchte, dann empfehle ich Ihnen, mit den Organisationen, die sich mit dem Thema befasst haben, und mit den Frauen vor Ort zu reden. Dann werden Sie die notwendigen Sachen gesagt bekommen, die Sie vielleicht nicht hören wollen. Die sind grauenvoll. Diese Menschen sind traumatisiert. Die Frauen in der Regel in irgendeiner Weise sexuell belästigt oder vergewaltigt, schon vorher auf der Flucht. Und es passiert ihnen dann hier womöglich noch einmal, und wir schauen weg. Das geht nicht. Das kann man nicht verantworten. Wer das nicht sehen will, der soll dort mit den Betroffenen reden. Es ist nicht unanständig ist, wenn man ob solcher Verhältnisse den Kopf in den Sand steckt und so tut, als ob es das nicht gibt. Es gibt es, und wenn Sie es wissen wollten, dann wüssten Sie es. Das ist doch der Punkt. Wir haben hier Retraumatisierungen, und Sie schauen weg. Das ist unverantwortlich. Und was glauben Sie eigentlich? Was es mit Menschen macht, die aus repressiven und autoritären Staaten kommen, die dann hier in Zelten untergebracht sind und dann erleben, dass in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden Polizisten kommen und Menschen da rausholen und wegbringen? Was glauben Sie eigentlich, was das für eine Form von Retraumatisierung ist? Das ist doch genau das, was die Menschen aus ihren autoritären Herkunftsländern kennen und wovor sie weggelaufen sind. Die verstehen doch zum Teil sprachlich noch nicht einmal, was da passiert, und erleben, dass dort Menschen weggeholt werden, die sie nicht wiedersehen. Das ist eine Katastrophe für die Menschen, die das da erleben. Das löst Ängste aus, die man sich nicht vorstellen kann. Reden Sie mit den Leuten. Reden Sie mit den Leuten, die aus den Einrichtungen raus sind, in Wohnungen, was die dort erlebt haben. Dann werden die vielleicht auch mit Ihnen darüber reden, vielleicht aber auch nicht. Und noch ein Satz zu Kaminski. Nicht, dass ich es gutheißen würde, wenn ein Bürgermeister sich an einer solchen Stelle gewehrt haben sollte. Ob er es getan hat oder nicht, ist nicht mein Ding, hier zu beurteilen. Aber man muss sich schon noch einmal fragen, was Sie an Hilfeleistungen anbieten für eine Kommune, der Sie eine solche zusätzliche Belastung aufbürden. Denn dass es eine Belastung ist, so viele Menschen in einer Gemeinde unterzubringen, ist doch unzweifelhaft. Da muss man doch auch den Kommunen Hilfe darüber hinaus anbieten, als dass man nur sagt, wir stellen da jetzt was auch immer, eine Kaserne zur Verfügung oder ein Zeltlager auf. Das alleine geht nicht. Und da muss man entsprechend dann auch agieren. Und das alles erleben wir hier eben leider nicht. Und deswegen muss man es thematisieren. Und das hat überhaupt nichts mit Stimmungsmache zu tun, sondern das hat etwas mit dem realen Problem zu tun, das gelöst werden muss, und zwar jenseits von Zelten. Und wir haben Vorschläge gemacht. Wir haben über Bürogebäude geredet. Sie können ja mal gucken, wie viel Bürofläche es in Frankfurt gibt. Wir können natürlich auch über Kasernen reden. Aber dann muss man auch den Bürgermeistern vor Ort die notwendige Hilfe anbieten und nicht nur sagen, wir denken darüber nach, die Menschen in ihrer Gemeinde unterzubringen. Wollen Sie noch einmal? Danke, Frau Kollegin Schott. Für die Landesregierung spricht nochmal Staatsminister Grüttner. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer hier von dieser Stelle erklärt, die Verantwortlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen würden wegschauen, wiederholt den Vorwurf des unverantwortlichen Handelns. Und wer, wie Frau Kollegin Wissler es eben sagt, unterstellt, die Landesregierung schaue weg, macht genau den gleichen Vorwurf. Und ich weise ihn mit Entschiedenheit zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Ich denke, dass nicht hinlänglich bekannt ist,
wie Abläufe und Verfahren innerhalb einer Erstaufnahmeeinrichtung stattfinden. Ich denke, wer vor Ort gewesen ist, ich weiß, dass viele da waren, zu einem Zeitpunkt, als noch halb so viele Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen untergebracht worden sind, der wird sehen, merken und auch wenn er nicht blind ist, wissen oder es verständnisvoll ist, wissen, dass dort mit dieser Verantwortungsbereitschaft gearbeitet wird. Und wer sich hier hinstellt und sagt, Städten, Gemeinden, Bürgermeister, die eine Erstaufnahmeeinrichtung zur Verfügung stellen würden, keine Hilfestellungen zuteil werden, weiß auch nicht, wovon er redet. Wir sind seit Wochen und Monaten mit dem Bürgermeister von Büdingen, in dem im Oktober eine Erstaufnahmeeinrichtung ans Netz geht, mit dem Bürgermeister von Rothenburg und von dem Bürgermeister in Neustadt und soweit noch einmal das Verhältnis der Union zu Flüchtlingsfragen. Kann man ja an dieser Stelle durchaus mal sagen. Der Bürgermeister von Rothenburg gehört der CDU an. Der Bürgermeister von Neustadt gehört der CDU an. Der Bürgermeister von Büdingen ist parteilos. In einem guten und intensiven Austausch, wie wir das machen können. Aber der Hanauer Anzeiger vom 22. Juli sagt, das Land Hessen trägt sich mit dem Gedanken, auf dem Areal der historischen Hutier-Kaserne eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zu schaffen. Mindestens 500 Flüchtlinge könnten dort untergebracht werden. Die Stadt Hanau wird versuchen, dies mit allen planungsrechtlichen Mitteln zu verhindern, wie Oberbürgermeister Klaus Kaminski in der Stadtverordnetenversammlung informierte. Und wer dem Hanauer Anzeiger nicht glaubt, OP Online, gleiche Aussage, Frankfurter Allgemeine Zeitung, gleiche Aussage. Und dann finde ich, sich hier hinzustellen, von Willkommenskultur zu reden, von der Frage zu reden, was man machen will. Und das ist zum Glück nicht so schnell von der Online-Seite zu löschen wie die Presseerklärung vom Herrn Kollegen Franz, sondern das gibt es auch gedruckt. Und das ist, finde ich, ein Weg, der schwierig ist, hier so zu reden und dort so zu handeln. Das ist nicht Aufgabe der Landesregierung und der sie tragenden Fraktion. Nur eine Wortmeldung vom Kollegen Franz. Bitte schön, Sie haben die Möglichkeit zu sprechen. Ja, Herr Staatsminister, Sie haben ja eben mehrmals versucht, mich in eine Ecke zu stellen, in die ich nicht gehöre, und da verwahre ich mich dagegen. Die Konsequenz meiner Pressemitteilung, die ich herausgegeben habe, war folgende. Am 24. Juni haben wir hier im Landtag debattiert, und Sie haben formuliert und auch als große Geste der Richtung Kommunen gesagt, wir werden Ihnen keine Flüchtlinge mehr senden, deren Anerkennungschance relativ gering ist. Und das sind ja wohl schwerpunktmäßig diejenigen, die aus dem Westbalkanland kommen. Und das habe ich in meiner Pressemitteilung so interpretiert, dass, das ist ja wohl logisch, es sei denn, Sie könnten logisch nicht folgen, das ist ja logisch, dass dann, wir werden es ja auch sehen, wird sich ja in den nächsten Zeiten sicherlich nachprüfen lassen, welche Flüchtlinge aus welchen Ländern dann dorthin kommen. Und nicht mehr und nicht weniger habe ich formuliert. Und wenn das schon von Ihnen so kritisiert wird, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und wenn es darum geht, wie Sie ja hier formuliert haben, rechtzeitig die Gemeinden und Bürger zu informieren, dann kann ich nur sagen, am 1.8. wird die Arnheimer Kaserne für Flüchtlinge genutzt und am 16.7. dieses Jahres gab es eine Informationsveranstaltung. Und da sitzt ja nun der Herr Staatssekretär, ich habe in allen Ausschusssitzungen des UHW
immer permanent nachgefragt, kommt die Arlheimer Kaserne rein, ja oder nein. Zum Schluss, nachdem ich immer penetranter gefragt habe, wurde gesagt, ja, es ist im Bereich des Möglichen und auch sehr wahrscheinlich. Und deswegen halte ich auch diese Informationspolitik mir gegenüber als Abgeordneten auch nicht in Ordnung. Aber es ist nun einmal so, man muss das dann hinnehmen, so wie es ist. Aber eins lasse ich Ihnen nicht zu, dass ich mich von Ihnen in eine rechte Ecke stellen lasse. Alles andere ist nicht in Ordnung. Und deswegen möchte ich auch, dass Sie das hier von mir, hier im Parlament, zu hören bekommen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Franz. Es liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr vor. Es wurde mir gesagt, dass alle Anträge inklusive des Entschließungsantrags der LINKEN in den Innenausschuss gehen sollen. Als federführender Ausschuss mitberatend ist der SIA. Dann machen wir das so. Ja, das war jetzt die Frage. Bei uns in den Unterlagen steht, dass der federführende Ausschuss der Innenausschuss sein soll und mitberatend SIA. Bitte schön, Herr Kollege Rudolph. Nicht Verwaltung sind maßgebend, sondern die Zuständigkeiten, Sie ja federführend mitbeteiligend INA. Sofern es den INA berührt, ist vielleicht auch nicht bei allen Anträgen der Fall. Aus diesem Grund habe ich das auch so betont. Dann machen wir das auch so, wie es eben beantragt wurde. Also federführend wird der SIA sein und mitbeteiligt der Innenausschuss.